So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Quest 11 und wir versuchen jetzt hier in oder durch dieses Tor zu kommen. Wir brauchen Weihwasser und Brombeeren, wie in der letzten Folge schon gesammelt und gekauft. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob das was wird. Ich habe nämlich aus Versehen vergessen, das Weihwasser irgendwie zu kaufen. Und jetzt sollte es funktionieren. Jawohl. Dann lass mal sehen. Yep, das scheint alles zu sein. Mann, du hast die Sachen tatsächlich besorgt. Hier, Brutus, ist deine Lieblingsspeise. Brombeeren, die teilen wir uns, okay. Tada, jetzt machen die Monster einen Bogen um dich, wenn du außerhalb der Stadt rumtollst. Was gibt's da zu glotzen? Brutus ist immer... Ich muss mal kurz den Game-Sound leiser machen, füreinander da. Egal, versprochen ist versprochen, du kannst ihn für ein Weilchen haben. Okay, wuff. Also komm mal mit, Meister. Halt, dieses Tor ist für den vornehmen Teil der Stadt. Meine Aufgabe ist es, ehrbare Bürger davor zu schützen, von irgendwelchen Gesindel belästigt zu werden. Also wie von euch, Leute. So, und jetzt hat... Oh nein, kein Hund, nur nicht das. So, okay, das sollte... Gehen wir mal rein und suchen mal den Dietrich. Und Dietrich ist eine Person. Erik und Dietrich haben anscheinend Langfingertätigkeiten getan. Damals. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Die Stelle kennen wir auch. Nicht schlecht. Hat uns vorher auch mal ein Wachmann weggeschubst. Und das haben wir nämlich schon mal aufgemacht. Und dann gehen wir doch mal zu dem. Weiß jetzt ja nicht, ob mich die Wachen da sehen dürfen oder nicht. Okay. Warte mal, ich bin ja im vorderen Teil. Das scheint so, als wäre das hinterm Haus. Genau. Wie meinen, ihr seid auf der Suche nach einem Laden, dessen Besitzer Dietrich heißt? Wenn ich mich dann mal nicht irre, lebt jemand diesen Namen in einer großen Villa in der Nähe des Schlosses. Wenn ihr dorthin wollt, würde ich euch empfehlen, das Seil auf dem Dach des Hauses zu benutzen. So kommt ihr schneller auf das... Dann waren wir doch schon. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Waren wir doch schon. Dann hätten wir es gar nicht gebraucht. Damals hätten wir ja auch unten rum reingehen können. So. Okay, und jetzt sind wir auf jeden Fall mal drüben. Schauen wir mal, wo der sein Geschäft hat. Ach, da konnte ich immer nicht rein. Wahrscheinlich hier. Hui, das ist aber ein hübscher Laden. Willkommen, willkommen. Zieht euch einfach ruhig um. Ihr werdet feststellen, dass wir hier nur allerbeste Ware führen. Das trifft sich gut. Ich suche nämlich was ganz Besonderes. Hast du zufällig irgendwelche Kugeln auf Lager? Erik, lange nicht gesehen, alter Kumpel. Duff. Mein Bruder, mein Kamerad, mein Komplize, du bist wirklich leibhaft, in bester Verfassung und ich bin ja so froh, dich zu sehen.
Du schämst dich wohl gar nicht, was? Nimm deine verschlagenen Finger weg. Du warst ja immer ein Idiot, Dietrich, aber du schlägst dir fast den Boden aus. Gib es schon zu, du hast mich verraten und die Kugel verscherbelt, um diesen Laden zu kaufen, nicht wahr? Im Leben nicht, ich habe dich nie verraten. Das schwöre ich. Ich habe mir schreckliche Sorgen um dich gemacht. Ich habe den Laden doch nur eröffnet, um dir zu helfen. Ach ja, und wie genau hast du das vorgestellt? Inwiefern hilft es mir denn, wenn du diesen Laden aufmachst und dir die Taschen füllst, während ich im Kittchen versauere? Ach, hör mal, ich war nie ein besonders guter Dieb. Das weißt du ja selbst. Aber offenbar habe ich eine gute Gabe dafür, Dinge zu verkaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Als sie dich geschnappt haben, habe ich mir monatelang den Kopf zerbrochen, wie ich dich da rausholen kann. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass du im Knast hockst. Aber irgendwann war mir klar, dass ich mich von der Kugel trennen musste. Also habe ich sie den König gebracht, habe ihm erzählt, ich hätte sie gefunden und die Belohnung eingesteckt. Mit dem Geld habe ich den Laden hier aufgemacht. Den ganzen Profit habe ich dafür verwendet, die Wachen oben im Schloss zu bestechen, damit sie dich entwischen lassen. Jetzt, wo du es erwähnst, es war schon etwas merkwürdig, dass meine Zelle nie durchsucht worden ist, während ich dieses Loch gebuddelt habe. Genau, ich habe nämlich dafür bezahlt, dass sie ein Auge zudrücken. Gut, gut. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, Partner. Das klingt schon besser, ehrlich, alter Kumpel. Es ist wirklich schön, dass du zurück bist. Aber ich brauche die Kugel und jetzt wissen wir nicht einmal, wo sie ist. Und ob wir das wissen, hier entlang, meine Herren. Ja, ich hätte schon gesagt, ein sehr ordentliches Geschäft. Wir schauen trotzdem mal ganz schnell nach oben, wie hier wieder irgendwas zerstören können. Da vorne können wir was zerstören. Findet eine Mini-Medaille. Das ist gut. Das ist nämlich was Besonderes. Eine Mini-Medaille. Was ich damit kann, keine Ahnung. Aber vielleicht kannst du mir noch der ein oder andere sagen. Aber wer bist denn jetzt du? Hallo, was für eine Freude, euch kennenzulernen. Ihr seid bestimmt ehrlich. Ich bin Dietrichs Gattin. Meine hochverehrten Herren Ehemann hat mir schon alles über euch erzählt. Wie man hört, seid ihr anscheinend der begabteste Langfinger im gesamten Raum. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich finde Schurken einfach faszinierend. Okay. Hier können wir nichts. Also dann gehen wir doch einmal durch die Tür. Also, wo ist sie denn? Nachdem ich die Kugel übergeben hatte, habe ich die Ohren aufgesperrt, um rauszufinden, wo sie landet. Ich wusste ja, dass sie für dich wichtig war. Nun, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Henderik und seine Männer sie zum Königstempel gebracht haben. Dort wird seitdem hinter dem Schloss und Riegel verwahrt. Zum Königstempel? Das ist südöstlich der Stadt, in dieselbe Richtung wie Kieslingen. Das heißt, wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Kommst du mit? Tut mir leid, das geht nicht. Ich habe den Laden zu führen und außerdem bin ich mittlerweile ein verheirateter Mann. Verheiratet? Mann, das hat dich wirklich verändert. Aber du hast ja schon immer gesagt, dass du eines Tages gerne häuslich niederlassen und ein Geschäft eröffnen würdest. Ich freue mich für dich. Wir machen uns besser auf den Weg. Pass auf dich auf. Du auch, Kumpel, viel Glück und macht nichts. Ich auch machen, ihr beiden. Alles klar.
Am Südtor wimmelt es nur von Wachen, da kommen wir nicht raus. Und Hendricks Männer sind zu spießig, um sich bestechen zu lassen. Da müssen wir wohl einen Umweg machen. Wenn wir den Hügel im Süden herumgehen, sollten wir den Königstempel von der anderen Seite nähern. Unterwegs können wir in Kieslingen vorbeischauen. Der Wald heißt nicht umsonst mal Moorwald. Da sind schöne Menge Leute reingegangen und nie wieder rausgekommen. Also komm, jetzt geht's los. Also jetzt müssen wir mal in die Unterstadt. Zurück. Kann ich hier irgendwas noch kaufen? Nee, ne? Chop, chop, chop. Hier rein. Und dann geht's Richtung mal Moorwald. Endlich mal wieder ein paar Gegner erledigen. Das ist keine Mission, ne? Ich dachte jetzt schon, das ist eine Mission. Aber das ist ja gar keine. Irgendeine Spur von ihnen? Nein, gar nichts. Doch kämmen wir die Stadt noch einmal. Sieh dir all diese Lichter an. Die wollen uns unbedingt finden. Wir halten uns besser von Helidor fern, bis die Lage sich beruhigt hat. Also gut. Durch den normalen Wald geht's nach Kieslingen. Okay, dann schauen wir mal, wo wir sind. Da ist die Kirche. Okay, dann gehen wir halt einfach mal da runter. Und schauen. Was kann ich denn jetzt da oben? Da oben ist irgendwie Sackgasse die ganze Zeit. Wollen wir da trotzdem mal hinschauen? Zumindest, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Kann ich mal schnell durchrennen, oder? Oh, neue Gegner, Pilze. Und? Oh, die sind aber hässlich. Die hätte man auch ein bisschen schöner gestalten können, aber es ist ja auch ein Pestpilz. Jetzt kann ich Body steuern, das finde ich gut. Aber der Erik, der macht mir zu wenig Schaden ein bisschen. Wir müssen jetzt davor mal die Talentpunkte auch vergeben. Warum mache ich auch so wenig Schaden? Wir haben doch sonst immer viel mehr Schaden gemacht. Oder sind die jetzt schon besser geworden? Jetzt glaube ich, wird es gar nicht mehr so ganz so einfach. Ja, wie viele Punkte kriegt man denn da? 43. Ja, da steigen wir gleich mal auf. Und 3 Talentpunkte. Haben wir insgesamt 5. Was sind denn das für lustige Dinge da? Ah, das sind kleine Dunkelrüben. Warum ist das denn so eingestellt, dass wir immer gegensätzlich die Gegner angreifen? Muss ich das immer auswählen? So, jetzt gehen wir mal da runter.
schauen wir mal, was es hier gibt. Da muss ich zwar eigentlich gar nicht hin. Aber ich hoffe mir natürlich hier den einen oder anderen Schatz zu finden. Rotes Kleinod. Was ist Kleinod? Seltener Stein, der einen blutroten Schimmer besitzt. Ach so. So, dann gehen wir mal hier lang. Wir schauen jetzt einfach mal hier durch, ob es hier irgendwas gibt. Vielleicht kann man ja die ein oder andere Sache hier finden. Ich habe jetzt einfach mal gedrückt. Ich habe zwar gar keinen gesehen. Und jetzt wird es nämlich interessant, weil jetzt haben wir immer drei Gegner mindestens. Und ich bin so dumm und klicke auf den falschen. Wow. Aber jetzt machen wir wenigstens mal wieder Schaden. Und ich muss meine Punkte mal vergeben. Gegengiftkraut. So, jetzt verteilen wir mal die Punkte. Verschiedenes Charakterbaukasten. Da gehen wir mal zum Beehänder rüber. Chance auf kritische Treffer mit Beehänder 2%. Steigert die Chance auf kritische Treffer. Oder steigert die Kraft von Angriffen. Plus 5. Geheimes Feld. Das ist noch gesperrt. Wir machen jetzt ja gleich erst einmal dieses effektive Beehänder plus 5. Noch zwei Felder. Schnittiger Schlag. Und Crit Chance darf man natürlich nicht verpassen. Was machen wir denn mit dem Kollegen? Messer, Bumerang. Ah, ich weiß auch nicht. Haben wir denn das Schwert für den? Dolch. Soldatenschwert. Da kriegt er mal das Soldatenschwert. Aber warum habe ich denn, wo habe ich denn das Schild? Transfer. Ich muss das immer hier raus tun oder was? Warum hat er das jetzt nicht? Erik kann sich nicht mit dem Topfdeckel ausrüsten. Eieieiei, schwierig, schwierig, schwierig. Warum geht das nicht? Gute Frage. Ich würde gerne ihn jetzt trotzdem mal Schwerter hochsetzen. Angriffskraft mit Schwertern plus 10. Ach, das ist noch gesperrt. Ich brauche erst einmal Flammenhieb. Und dann brauchen wir noch ein paar Punkte.
Ach, kompliziert, kompliziert. Aber der müsste jetzt der eh aufsteigen gleich. Gibt's hier noch eine Truhe oder so? Oh, wie praktisch diese Mute-Taste. Ich kann praktisch niesen und ihr hört's gar nicht. Büschel Wollgras. Gegengift. Heilkraut. Okay, das war's anscheinend. Haben wir doch einiges gefunden. Oh, das sind nochmal neue Gegner. Wir suchen hier alles ab. Was sind das? Baumstämme, Baumwurzeln. Schauen wir mal, was die können. Stumpfpimpfe. Also gut, Erik, dann mach doch mal einen Flammenhieb. Gestört, 21. Kann ich eigentlich Beehunter Block? Naja, mach mal ein Blatt. Und tschüss. Und eine Truhe. Heilkraut. Da gibt es noch was am Baum. So, da können wir noch runter. Dass wir irgendwo hinkommen. Die Folge wieder vorbei. Jo, wir rennen hier einfach mal durch. Also wir müssen hier wahrscheinlich früher oder später sowieso hierher. Weil ich denke ganz umsonst, wenn die das nicht ins Spiel reingebracht haben. Aber es gibt zumindest immer am Ende des Tunnels noch eine Truhe. Stärkesamen. Bisasam. Oh, was sind das für Gegner? Die sind ja süß. Kleine Feuerflammenlöwen. Säbelzahnkettchen. Was macht er denn? Ach, er ist am Rücken geblumst. Hi, wir haben ihn schon besiegt. Okay. Oh, das sind aber auch große. Schauen wir mal, ob es da einen Unterschied gibt. Oh nein, auch noch mehrere. Sehr unangenehm. Ja, da macht doch ein wenig dann Flammenhieb, oder? Brauchen wir eh nicht die Magiepunkte. Und chap. Oh, hält aus, aber verfehlt. Oh Gott, ich habe wieder falschen angegriffen. Klassiker. Aber die sollten jetzt weg sein. Erik steigt auf und bekommt 3 Talentpunkte. Ja, die verwenden wir gleich mal. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen bei den Schwertern auch plus 10 machen. Zack. Drachenhieb. Tierknochen. Okay, hier haben wir nichts. Und ja, wir werden mal noch seinen Großen angreifen. Oh shit. Und kein Kätzchen, sondern Katze.
Ach, du dickes Ei. Das sollte ich aber schleunigst hier das beenden. Oh oh. Okay, und damit sind wir das erste Mal gestorben. Was machen wir jetzt? Halt? Alle heilen. Und ich glaube, da werden aber Attribute und Sachen, also Gegenstände, aus dem Inventar benutzt. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Also es ist nicht so, dass man sich hier einfach kostenfrei heilen kann. Klumpen Kupfererz. Feuerstein. Und ihr seht schon, die Folge geht etwas länger. Aber wir wollen hier natürlich das Zeug auch alles aufsammeln. Und ich würde sagen, das haben wir getan. Und dann gehen wir wieder zurück auf unseren ursprünglichen Weg in den Marmorenwald. Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Also ich bin ja mal gespannt, ob wir hier nochmal runter müssen. Aber das wäre echt schade, wenn man hier gar nicht runter muss. Und da ist so viel Fläche hier oben. So, und bevor wir dann in den Wald gehen, beende ich mal die Aufnahme. Mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nein. Da hinten glitzert was. Schlummerblume. Und die Stumpfbimpfe greifen mich an. So, und immer schön abwechseln, dass alle beide auch auf jeden Fall nochmal mich angreifen. Dann nützt dann das ganze Heilen nichts. Erledigt. So, und einen genüsslichen Schluck Kaffee. Bevor wir jetzt da durchgehen, beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Marmorenwald.